Also Sie haben ja auch, wie Sie mein E-Mail zurückgeschrieben haben, sozusagen, zu diesem Interviewanfrage haben Sie einen, wie nennt man das, Anhang am E-Mail. Das heißt, die Maximierung der Menschlichkeit ist wohl der größte Gewinn. Wie sehen Sie das und wie setzen Sie das auch um in Ihrem Unternehmen? Ja, ich glaube, da steckt das eigentlich ja genau drin. Ne? Wir sind ja, also die Wirtschaft ist immer monetär getrieben. Ne? Das wird alles in Zahlen, in Bilanzen gemessen. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt ein Modell, das hat die letzten 50 Jahre, sag ich mal, so gut als möglich funktioniert. Aber das muss man jetzt schon langsam wieder, muss man schon langsam hinterfragen. Weil, ich meine, es war immer schon so, dass Wirtschaft. Da gibt es einen Sager von einem bekannten österreichischen von der Wirtschaftskammer, nicht? Geht es den Menschen gut? Geht es der Wirtschaft gut? Geht es den Menschen gut? Das ist vielleicht nicht so gemeint, wie er vielleicht daherkommt, aber die Wirtschaft hat schon den Menschen zu dienen, das ist einfach ein Faktum. Für mich war es irgendwann einmal so, oder ich habe oft schon überlegt, wann beginnt ein Unternehmen den Menschen zu dienen, ab wann, ja? Jetzt kann man sagen, ab einer gewissen Umsatzgröße vielleicht oder so, aber ich würde sagen, so ab 15 Mitarbeiter. Ja? Also, ich glaube, das ist so eine Dimension, 5 bis 10 Mitarbeiter Unternehmen, wo man, da ist man eine Familie faktisch, ja? Und da arbeitet man für sich und so. Und alles, was dann darüber hinausgeht, und das ist wirklich überall so, wirkt das Unternehmen dann natürlich für. Es hat keinen anderen Sinn, es macht ja keinen anderen Sinn. Es kann nicht sein, dass der Unternehmenslenker oder so quasi jetzt Millionen verdient und der andere kriegt nichts. Ich meine, geht da normalerweise nicht. Ich weiß nicht, ich höre zwar immer wieder, dass das schon, oder dass diese Schere womöglich auseinander geht oder so. Aber ja, und das ist natürlich auch dann irgendwo der Antrieb. Also es war auch bei mir so, nicht? Ich habe ja klar begonnen. Dann war ich zuerst mit meiner Frau und einer Mitarbeiterin und dann waren wir ein paar und so. Und irgendwann war der Moment da, das habe ich dann wirklich gespürt, ja, wo ich mir gedacht habe, entweder du bleibst jetzt auf dem Level stehen und dann ist es halt das und dann hast du deine paar Mitarbeiter, die arbeiten für dich, dadurch hast du ein bisschen mehr Produktivität und hast für dich am Ende ein besseres Leben, weil du halt das eine oder andere vielleicht mehr leisten kannst. Weil das muss man schon auch ehrlich sein, das ist schon auch so. Nicht? Also ich habe immer gesagt, am Parkplatz eines Unternehmens kannst du sehen, wie das Unternehmen tickt. Ja? Wenn am 1er Parkplatz der große BMW steht und am 2er der kleinere BMW und dann irgendwann kommen die, keine Ahnung, die kleinen Golfs oder so, dann weißt du, dass in dem Unternehmen irgendwas falsch läuft. Ja? Ich habe es halt so gemacht, ich habe am 1er Parkplatz das kleinste Auto und dort ist das Elektroauto zum Beispiel lang gestanden, aber eh immer noch. Aber jetzt haben wir schon andere Elektroautos, aber vor 20 Jahren war Elektroauto wirklich was Spezielles. Ja? Und ich habe das auf dem Chefparkplatz hingestellt und das hat die Wirkung erzeugt, dass die Mitarbeiter, jetzt ist unter Anführungszeichen nach mir, alle plötzlich nicht mehr das Bedürfnis gehabt haben nach einem Audi A6. Sondern die haben sich dann so auch mit kleinen Autos gekommen und gesagt: Ja, wenn der Chef ein kleines fährt, kann ja auch ein kleines fahren, unter Anführungszeichen. Nicht? Weil wenn es bei dem funktioniert, und das meine ich ja, das ist dann irgendwann auch ein bisschen ein Vorbild. Ja? Und wenn man natürlich dauernd den Schlecker bis außen hängen hat, dann darf man sich nicht wundern, dass die Nächsten auch den Schlecker draußen haben wollen. Ne? Das ist ja, oder ein Prinzip auch noch, man fragt sich immer, wo sitzt der Chef? Ja? Sitzt der jetzt irgendwo, ich habe ein schönes Büro da, kann auf meinen Tiergarten schauen, keine Frage. Aber trotzdem, ich glaube, der Chef gehört zur Werkbank. Ja? Also dort, wo es wirklich passiert, weil an der Werkbank, da gibt es überall. Das ist wurscht, ob das jetzt ein Großraum-IT-Büro ist, wo alles locker und lässig verteilt ist, dann gibt es trotzdem wie Sie sagen, diese ist auch die Werkbank, weil dort wird halt entwickelt. Und ich glaube, viele sehen Unternehmen falsch und versuchen auch Unternehmen von oben zu lenken. Ja? Wie so ein Geier drüber fliegen und dann die Befehle ausgeben. Ja? Und die werden dann nach unten immer breiter. Das war lang, glaube ich, schon ein Prinzip. Vielleicht war es auch notwendig, kann schon sein, aber das funktioniert eben jetzt nicht mehr so. Also, ich glaube, als Unternehmer, das kann ich mit dem Bienenstock vergleichen, als König
wirst zwar dauernd bedient und du kriegst das beste Essen und du legst dauernd nur als Königin in dem Fall die Eier, aber du bist mitten im Bienenstock drin und hast einen Nachteil, dass du eigentlich nie rausfliegen darfst. Oh, auch nicht so ideal. Ja, auch nicht so ideal. Also die Biene fliegt immer herum, bringt zwar das beste Essen der Königin, die legt die meisten Eier, sie ist die größte, alles super, aber nur sie sieht nie die Sonne scheinen. Und das ist also, so geht es einem Unternehmer oft, ja. Also wenn du das so hast, dass du nicht dass du nur das siehst und nichts, was da draußen passiert, oder in meinem Fall, ich reise ja sehr viel, eben genau, ich bin unter Anführungszeichen die Königin, die ausfliegt. Ja, das ist sehr gut.